Endlich ist Wochenende, freuen wir uns gemeinsam auf Samstag und Sonntag und Ab ins Bett. Der Kinderpodcast. Endlich ist Freitagabend, freuen wir uns gemeinsam aufs Wochenende und tanken jetzt gemeinsam Kraft mit der neuen Gute-Nacht-Geschichte. Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist Ab ins Bett, heute schon mit der 759. Gute-Nacht-Geschichte. Ich bin Marco und ich freue mich, dass wir gemeinsam in diesen Freitagabend starten. Habt ihr auch Lust dazu? Dann lasst die letzte Energie nochmal raus beim Recken und beim Strecken. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, 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 ganz lang. Spannt jeden Muskel im Körper an. Und wenn ihr das gemacht habt, dann lasst euch ins Bett hinein plumpsen und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und heute am Freitagabend, da bin ich mir sicher, findet ihr die bequemste Position, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Bevor die Gute-Nacht-Geschichte kommt, habe ich einen Hinweis für die Eltern. Wenn ihr mal eine schöne Zeit zu zweit oder zu dritt haben möchtet, dann besucht doch das Haus am Wald mitten in Deutschland zum Entspannen, zum Kreativsein, zum Was-Unternehmen oder einfach nur zum Sein und Genießen. Das Haus am Wald. Alle Infos findet ihr online auf urlaub.abinsbett.net. Jetzt kommt aber endlich die Gute-Nacht-Geschichte. Und zwar heute schon die 759. für Freitag, den 23. September. Isabel und der Schornsteinfeger. Isabel ist ein ganz normales Mädchen. Es ist auch ein ganz normaler Freitag. Es kann sogar der heutige Freitag sein. Isabel freut sich total. Und zwar so richtig. Und zwar freut sie sich, dass Freitag ist. Denn Freitag hat sie nur 3 Stunden Schule. Ja, mit dem 9-Stunden-Plan hat sich richtig viel geändert. Sie hat eine neue Klassenlehrerin bekommen. Und die heißt Frau Widinski. Und die findet Isabel richtig gut. Den Stundenplan, den findet sie noch besser. Jeden Freitag ist sie schon um 11 Uhr zu Hause. Und dann beginnt ein ganz langes Wochenende. Das findet Isabel gut und nicht nur Isabel, sondern auch ihre Familie. Freitag treffen sich alle in der Mittagszeit und starten gemeinsam ins Wochenende. Auch Mama und Papa. Nicht jeden Freitag, aber fast immer. Heute, an diesem Freitag, da war doch etwas anders. Es war Besuch zu Hause. Besuch, von dem Isabel nichts wusste. Selbst Mama und Papa wussten nichts, als es an der Tür klingelte. Denn der Besuch kam unangekündigt. Auf einmal steht der Schornsteinfeger vor der Tür und er muss aufs Dach und in den Keller. Die Schornsteine müssen nämlich gereinigt werden. Das ist wichtig, dass man das macht. Das sagte der Schornsteinfeger jedes Mal, wenn er kommt. Und Isabel kann sich gut an ihn erinnern, denn als er das letzte Mal da war, war Isabel auch zu Hause. Damals aber durch Zufall. An dem Tag war Isabel krank. Damals hat der Schornsteinfeger aber ein Versprechen abgegeben. »Wenn ich das nächste Mal komme und du da bist, dann nehme ich dich mit hoch aufs Dach«, sagte er und zwinkerte ihr zu. An das Versprechen kann sich Isabel erinnern. Und deswegen freut sie sich auch, als Mama die Tür öffnet und der Schornsteinfeger ebenfalls mit einem ganz sympathischen Lachen im Gesicht vor ihr steht. Na dann wird's heute soweit sein. Der Schornsteinfeger stieg auf den Dachboden hinauf. Das war noch überhaupt nicht kompliziert. Den Weg zum Dachboden, den kennt auch Isabel. Dann aber, als es raus aufs Dach geht, da wurde Isabel ein bisschen mulmig, aber es konnte überhaupt nichts passieren. Isabel hat ein Seil, an dem kann sie sich nicht nur festhalten, mit dem kann sie auch gesichert sein, damit ihr nichts passiert. Und so stand sie nun mit dem Schornsteinfeger ganz oben auf den Dachgiebel und sie schaute in den Schornstein hinein. Da war nicht viel zu sehen, der war einfach schwarz. Aber alles andere drumherum, das findet Isabel richtig spannend. Die Aussicht von hier oben ist so toll. Man kann sogar über die Bäume drüber schauen. Von hier aus sieht Isabel sogar ihre Schule.
und ihre beste Freundin Annabelle. Die sieht sie nicht direkt, aber zumindest das Haus, in dem Isabelle wohnt. Sie wohnt zwar weiter weg, dafür aber in einem Hochhaus. Und das sieht man von hier oben. Isabelle ist glücklich. Selbst als sie abends im Bett liegt, denkt sie noch dran, wie schön es war, mit dem Schornsteinfeger aufs Dach zu gehen. Am nächsten Tag geht Isabelle mit ihrer Familie in ein Freizeitbad. Das findet sie noch besser, als auf ein Dach rumzuklettern, denn da gibt es Rutschen und Isabelle liebt es zu rutschen. Als sie nun an einer großen Rutsche sitzt, man rutscht dort durch eine dunkle Röhre, da musste sie an den Kamin denken und an den Schornsteinfeger. Wie wäre es denn, denkt sich Isabelle, wenn jeder Kamin eine Rutsche wäre und man kann direkt von dort oben vom Dach hinunterrutschen in den hauseigenen Pool. Na, das wäre doch was. Und das macht sie jetzt auch. Sie rutscht und, obwohl sie im Bad ist, stellt sie sich Isabelle vor, sie wäre in einem Schornstein. Überall ist Ruß und es geht ganz schön steil runter. Zum Glück landet Isabelle aber nicht im Keller, sondern im Wasserbecken eines Schwimmbads. Doch eins weiß Isabelle, wenn sie einmal groß ist, möchte sie entweder Schornsteinfegerin werden oder Wasserrutschentesterin. Und Isabelle weiß, genau wie du. Jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Wir müssen nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett. Träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr. Ab ins Bett.net. Gute Nacht.